Tag Nummer 52. Morgen beginnt der Winter. Und sind denn unsere beiden Neuankömmlinge? Ja, guck mal, die sind schon da. Sehr schön. Das Dorf wächst und gedeiht. Ich habe so gut wie alles in die Scheune geschleppt. Einzig, ich glaube ein, zwei Mal muss ich noch laufen. Ich glaube, da ist jetzt noch ein bisschen Baumwolle drin, ne? Ja, ein bisschen ist gut. Alter, what? 200? Okay, Flachs werden wir gleich auch nochmal wegwerfen. Ich habe auch mittlerweile schon Hanf weggeschmissen. Nicht wenig. Was ist mit dir los? Achso, du hast wahrscheinlich irgendwas gegessen oder so, ne? Ja, Baumwolle müssen wir auch mal gucken. Davon will ich eigentlich auch nicht zu viel haben, weil ich Baumwolle halt noch nicht verarbeiten kann. Das ist ein Problem. Trockenständer, sehr gut. Ich habe mich gerade auch gefragt, ob wir forschen. Hier ist noch mehr Hanf drin. Ich krieg ein Kind, Alter. Okay, Trockenständer bauen wir auch gleich. Wobei wir eigentlich dafür erst den Weber bräuchten und den haben wir noch nicht. Den müssten wir eigentlich als erstes erforschen. Die Hacke ist eigentlich auch falsch, die hätte da hinten drin bleiben können, aber egal. Gut, dann machen wir erstmal L. Weber. Ja, easy. Und wenn wir den Weber haben, bauen wir Weber und Trockengestell. Alter, kommt er schon wieder nicht an seine scheiß Falle ran, weil der Stein im Weg ist? Ich krieg ein Kind, Alter. Seid so dämlich. Ich werde die Falle gleich mal abreißen da hinten. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. So. Okay, Flachs. Ich würde bis 100 würde ich Flachs einlagern. Danach fliegt das einfach in die Scheiße. Ins Scheißhaus. Die Scheiße. Okay, eine Runde noch. Ja, Hanf kommt auf jeden Fall auch weg. Alter. Du bist doch zum Leben zu blöd. Kollege. Die Scheiße abreißen. Weg mit dir. Bau eine neue Falle. Ist mir egal. Aber bitte nicht wieder in oder an einem Stein. Achso, ne, Essen kommt hier nicht rein. Verdorbenes Essen kommt ja auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, wieso das verdorbene Essen hier drin ist. Naja. Mit zweiten Kochkessel muss ich demnächst übrigens auch nochmal setzen. Ihr schmeißt hier immer noch neue Sachen rein, ne? Das sollte eigentlich nicht. Ich muss die Prios gleich mal ändern. Damit da nur noch Sachen reinkommen, die ich da drin haben will. Nämlich Samen. So. Okay, der Rest vom Schützenfest wird weggeworfen. Und wir ändern gleich schon mal die ganzen Prios. So, ich mach mal hier alles erstmal kurz aus. Alter, wir müssen so oft jetzt zum Klo rennen. Boah. Mir echt leid, aber man ist ein wenig forsch, was die Feldarbeit betrifft. Selber schuld. Und ich habe die Prios extrem geändert, ne? Also ist nicht so, dass ich jetzt hier gesagt hätte, baut bitte mehr Flachs an. Bei Hanf, ja, da bin ich selber schuld, weil Hanf habe ich tatsächlich noch aktiviert. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wieso hier noch so unfassbar viel Flachs ist. Ich müsste mir auch mal die Felder angucken, was da überhaupt da drauf ist. Kann man eigentlich gleich mal machen. So, die beiden Kisten kommen jetzt an, auch weg. Okay, ihr habt nur noch Hanf hier drauf. Das ist unfassbar. Sag mal, Baumwolle habe ich doch euch auch verboten. Wieso baut ihr denn immer noch Baumwolle an? Ihr seid doch scheiße.
Und ich habe hier so viele Essenssachen, die alle auf Prio 1 sind. Das gibt's doch nicht. Hier wird wieder Hanf angebaut. Sag mal, du bist doch beschissen. Verpiss dich. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Also das muss mir mal einer erklären. Ich habe Prio 1 auf die ganzen Nahrungsmittel und Hanf habe ich auf 5. Und es wird trotzdem zuerst Hanf angebaut. Warum? Ich meine, hier hat er immerhin mal eine Zwiebel gesetzt, aber ansonsten... Boah, alter Kollege. Hier ist ein Stein drin. Warum ist hier ein Stein drin? Knoblauch wird auch nicht angebaut. Gut, Baumsamen sind hier, ja, alles gut. Das ist einfach... Das erklärt sich mir nicht. Ich laufe gleich mal zum Kräuter Michel und kaufe mal ein paar neue Samen. Aber das ist, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass ihr mich einfach komplett ignoriert auf dem Bauernhof. Mann, Mann, Mann. Wahnsinn. Wir gehen mal auf 19 runter. Hier gehen wir auch wieder auf 19 runter. Wir gehen mal auf 18 runter. Weil die Sachen könnte ich vielleicht nochmal verarbeiten zu Seilen und... was waren das andere? Stricke? Schnüre. Seile und Schnüre. So, ich knall mir was zu essen rein und dann rennen wir mal zum Kräuter, Michel. Ja, Geld haben wir. Geld ist vorhanden. Ah ja, Kopf überlegt... was sie hier macht. So, das müssen wir essen. Das müssen wir essen. Und hier so eine Pizza nehmen wir auch nochmal mit. Ja, cool. Cool. Cool, dass du arbeitest. Freut mich. Beste Junge. So, hier die traurige Ebene wieder. Wahnsinn. Was ist da hinten eigentlich? Das ist diese Sehenswürdigkeit, die wir schon kennen. Nichts Interessantes. Sag mal, war hier immer schon so viel Wald um ihn herum? Was behauptet, dass das hier alles irgendwie mal kahl war? Naja. Kollege, hallo. Jo. Ich würde gerne kaufen. Radieschen. Ich würde gerne alle kaufen. Knoblauch haben wir noch. Was ist jetzt los? Okay. Scheiße, ich kaufe einfach alle. So, grazie. Grazie, mon amour. Ach, du Gott. Irgendeiner sammelt Weizen ein. War hier ein Hirsch? Ich bin tatsächlich auf der Suche nach Hirschen. Da ich doch demnächst wieder die Felle vom Hirsch brauche. Ich bin halt immer noch super schlecht im Bogenschießen. Daran ändert es auch nicht, oder da ändert auch nichts daran, dass ich Bücher ab und zu mal lese. Hier fliegt weg, ne? Ja, wird ja auch Winter. Eigentlich müssen die Vögel jetzt langsam alle verschwinden. So, wir können die Samen schon mal hier reinlegen. Ja, das Essen natürlich nicht. So, du kommst raus. Du kommst raus. Genau, euch behalte ich mal ganz kurz. Irgendeiner wird wahrscheinlich auf die Idee kommen und das umwandeln. Beziehungsweise nach hinten lagern. Das will ich eigentlich vermeiden. Ich will mit euch jetzt aber auch nicht wieder eine Stunde vorm
vom Webstuhl stehen. So, wir können ja schon mal sagen, was hier rein soll. Ich glaube, bei sonstiges gar nichts, ne? Ne. Dann ist es Ressource. So, Baumsamen, Baumstamm nicht. Ach, guck mal, ich könnte sogar Grenzen setzen. Cool. Baumwollsamen. Dünger kann hier rein. Hanfsamen, Karottensamen, Kartoffelsamen, Knoblauch. Leinsamen. Nessel, Pastinaken habe ich noch nie gesehen. Ich wundere übrigens immer noch, dass es nicht... Kartoffel. Ne, Kartoffeln ist Essen nicht. Dass es immer noch keinen Flachssamen hier gibt. Also da ist immer noch irgendwie ein Fehler drin. Gut, also ressourcentechnisch sollte es eigentlich passen. Das heißt, wir lösen jetzt die Kisten hinten auf. Jo, großartig, danke. I'm working. Ja, schön. Ich auch. Brauchst du Getreide an? Was machst du? Ach, du schleppst das jetzt hier rüber, ne? Das wäre ja schön. So, Steine. Ich weiß nicht, wieso da hinten Steine drin sind. Das erklärt sich mir einfach auch nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht ein Lager dann hier hinten hinbaue. Scheiß drauf. Dann sollen die halt ein paar Meter rüberlaufen. So, Ruhe weg. Dann einmal rüber. Ah, und dann sind wir endlich fertig mit dem Umzug. Hat ja auch zum Glück gar nicht lange gedauert. So, weg. Ja, wunderbar. Ja, 700 Salbei-Samen. Aber die Hacke kann ich auch hier raufschmeißen, oder? Deckt sich das, ja? Steine, Holz durch die Truhe. Weg. Da liegen Sachen auf dem Boden. Ach so, es ist Deko. Das ist okay. Ja. Oder baue ich Scheiße. Brauche ich so ein Kackding? Da hinten hin. Das muss man halt auch wieder neu aufbauen mit den Ressourcen, ne? Was kostet denn das? Das ist eigentlich schnell gebaut, ne? Ich mach's anders. Irgendwann kommt diese Hütte hier weg. Und dann lagern wir das Lager aus. Oder um. Gut. Das letzte bisschen Holz weg. Und wir gehen in... Ach nee, ich muss erst die Weberhütte bauen. Und dann können wir auf die Produktion von Klamotten richtig gehen. Holzstämme. Notfalls hole ich... Ja, ja. Notfalls hole ich mir gleich welche aus dem Sumpf. Ah, sind alle weg. Da holt's vielleicht noch welche. Ja, oh, der Wald wird auch wieder... Oh, wird nicht schöner. So, du kommst weg. Holz nehme ich gleich mal mit. Es wird schon wieder Baumwolle und Hanf geerntet. Großartig. Ah, trotzdem fehlt es mir noch ein bisschen an Holzstämmen. Muss vielleicht nochmal schnell selber einen weg. Knöcheln. Ich bin schon wieder fertig auf der Bereifung.
Pilzsuppe. Oder Eintopf. Die sind doch, wollte gerade sagen, auch alle langsam durch, ne? Müsste mal bitte jemand abhängen. So, Axt haben wir in der Hand. Rennen wir mal kurz da hinten in den Wald. Suchen uns nochmal ein größeres Bäumchen. Benötigt verbessertes Werkzeug. Wahrscheinlich brauche ich da irgendwas mit Eisen. So, ich fürchte, den kann ich nicht fällen, oder? Ja. Den auch nicht? Doch. Nein! Gibt nur einen Baumstamm. Der ist zu nah. Den würde ich gern. Ich meine, ich kann auch drei Baumstämme nehmen, ist jetzt auch kein Problem. Wegstecken. Baumstamm nehmen. Royce Rawlin! Landwirtschaftsstufe 2. Ich glaube nicht, dass er dafür eingeteilt ist, aber... Was ist seine eigentliche Prio, Royce? Du sollst kochen? Ach nee, guck mal, Landwirtschaft sollst du tatsächlich auch machen. Okay. Dann habe ich nicht gesagt, ist die Zwiebel fertig? Nein, es ist auch eine Rübe. Alter, ich dreht euch so kaputt, wenn ihr hier nicht die richtigen Sachen jetzt anbaut, ne? Eskalation wird das geben. Opal, was baust du? Ach ja, ich habe ja oben noch den den Jäger. Stimmt. So, wer auch immer Forscher ist, los geht's. Ich hänge. Sehr schön. So, wir gucken mal ganz kurz beim Jäger. Ich weiß, wir müssen nicht gucken, wir könnten auch in die Übersicht gehen. Alter, wer hat denn hier eine... Was ist denn das für ein Baum gewesen? Wie shit. Aber dann können wir kurz nochmal weiterziehen und... nach... Stroh, okay. Und nach Hirschen suchen. Ja, oder wir nehmen erstmal hier die Wölfe. Nicht auf den Sack gehen. Jetzt habe ich natürlich kein Dings mehr dabei. Ich hoffe, es sind doch Hirsche. Wölfe, ja. Habe ich daneben gehauen? Bauen wir hier irgendwie alle auch viel zu nah am Dorf immer, ne? Jo, Weberhütte. Sehr geil. Bauen wir gleich. What? Echt, hab ich daneben gepfeffert? Ich sage, ich bin so eine Pfeife, was Bogenschießen betrifft. Das ist echt Wahnsinn. Könnte er denken, dass ich im Controller spiele. Ach, guck mal, wird sogar schon aufgebaut. Cool. Ist auch schon eine schöne Übersicht hier, ne? Gefällt mir. Stört es irgendwie auch gar nicht, dass die Bäume mittlerweile weg sind. Da sieht man ein bisschen was von der Karte. Sehr gut. Endlich mal was Sinnvolles, warum man hier Bäume fällen muss. Weil man einfach die Karte besser im Überblick hat. So, trotzdem, wenn ich irgendwann mein Dorf befreie, ist das Erste, was ich unbedingt haben will, ein Förster. Weil ich finde es irgendwie mit Bäumen dann doch schöner. Okay, so, wir brauchen jetzt unbedingt, ich hoffe es geht... Nicht die Sammelhütte. Warte mal, wie war der? Wo war der Forschungstree? So, Weberhütte und Trockengestell machen wir gleich. Es
Doch, es war die Sammelhütte? Nee. Scheiße, wo war denn das? Werkzeug, Jäger, nee. Herberge, Förster. Sammelhütte war es nicht. Speisekeller. Taverne, Mann, was suche ich denn? Berg. Hier, Bergbauhütte. Scheiße, war doch die Sammelhütte. Ah, okay. Anders. Okay. Ich kann es noch nicht sagen, ob ich dafür... Ich brauche aber sehr wahrscheinlich dafür wieder einen Apprentice-Boy. Eine Gerberhütte, auch schön. Dann machen wir erstmal die Sammelhütte. Okay, Holz, gebratener Pilz und Baumstämme. Das sollte easy klappen. L-Weber-Hütte würde ich eventuell da hinten hinbauen. Wie gesagt, das Dorf wird ein bisschen größer. Obviously. Weil die Weber-Hütte jetzt nicht so riesig ist. Ich hoffe mal, dass der Wald hier so ein bisschen bleibt. Und daneben bitte Trockengestellen. Trockenständer. So, das wird ja nicht viel kosten, oder? Drei Baumstämme, ein paar Seile. Baumstämme, Holz, Holzplanken, Kupfernägel, Seil, Stroh. Alter Schwede. Es wird so viel hergestellt. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was ändern. Also, ich hätte gern hinten... Oh, wie heißt das? Dreschplatz. Da sind wir bei 10... Nee, bei 5 Stroh. Wir machen mal bitte 15 Stroh. Und beim... Wie heißt das hier? Weber? Bei der Webhütte? Nee, die baue ich gerade. Dann muss ich erstmal den Webstuhl nehmen. Hätte ich gern Baustroh. Und zwar immer 2. Welcher? Okay, Zielmengen erreicht, sehr gut. Genau, und das Baustroh bitte als erstes. Erfordert Landwirtschaft 3. Ja, das sollten wir mal hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. So, da wird schon fleißig gebracht. Rathaus, da brauche ich irgendeinen Apprentice Boy. Das, wie gesagt, sind alles Sachen, die wir ins Dorf, also in feste Dörfer bauen können, nicht bei uns. So verstehe ich das zumindest. Genau, in neutrale Dörfer gebaut werden kann. Erhöht das Vertrauen zum Dorf. Ja, Gott, weiß ich nicht. Dass jetzt hier wirklich wichtig ist, diese Dorfsachen bauen. Also wie gesagt, das einzig extrem wichtig ist halt dieser Dorfschrein oder Glockenturm. Der Rest, ja. Gott, ob wir das nun haben oder nicht. Das ist egal. So, Sammelhütte. Sammellager. Ach du Scheiße, 8 Holz. Machen wir das heute noch? Ich würde sagen, wir machen das morgen. Wir gucken mal, wie das mit dem Außenposten funktioniert. Warte mal, das Sammellager bringt uns die Möglichkeit, Beeren zu ernten. Okay, das heißt, ich mache mir mal eine grobe Liste. In der Hoffnung, dass das reicht. Also ich brauche eine Kiste. Ich brauche... Ein Reiseschild ist ja unwichtig für die Leute. Eine Kiste. Ich brauche das Lager, also Sammellager. Oh, ist das 5? Na, ist egal. Sammellager. Ne, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Weil im Sammellager kann ich auch sagen... Schilfrohr, okay. Das ist der einzige Grund, warum ich das da bauen will. Damit wir Schilfrohr haben. Gut, dann... B. Kurz und knackig. Ein K hätte ich gerne. Scheiße, wo schläft denn der Typ? Der braucht ja bestimmt auch...
Wohnhaus, oder? Scheiße, ich guck erst mal. Sammellager. Scheiße, Alter. Ist das viel? Baumstämme. 8. Holz 16, Flachs. Na gut, Flachs haben wir ein bisschen. 11. Die normale Kiste. Wie heißt die denn? Lagertruhe. Nochmal 3. Und nochmal 6. Und ich gucke vorsichtshalber mal eine Hütte. Nee, wie heißt die erste Stufe der Hütte? Persönliche Hütte ist es nicht. Trapperlager, Weberhütte. Wohnzelt. That's it. 9. 6. 2. Haben wir. Gut, dann bereiten wir alles vor und gehen morgen mal dazu über, einen Außenposten zu bauen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ja, mal gucken, ob ich das dann, ob das wirklich so stimmt und ob das alles halbwegs funktioniert. Meine Lieben, bis morgen. Adieu.